Hallo meine Freunde, es gibt wenig Bauwerke, die mir noch den Atem nehmen und mich sprachlos zurücklassen, aber das hier ist einer davon. Und wie ihr schon euch vielleicht denken könnt, ist es ein ehemaliger Krankenhausbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Er wurde extra für die Bombenangriffe gebaut und wir gehen hier in dieses Bauwerk rein. Es befindet sich ungefähr 7 Meter unter der Erde. Und das Spannende, hier brennt sogar noch Licht, das ist wirklich unglaublich. Die Anlage wurde im Kalten Krieg nachgenutzt und wir schauen uns jetzt mal an, was es dort noch zu sehen gibt. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung, dein Random Life. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Heute in einem ganz besonderen Bauwerk. Wir befinden uns mitten in einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist ein ganz besonderer Bunker, denn hier wurden im Zweiten Weltkrieg Menschen operiert. Und den werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Also viel Spaß und gute Unterhaltung in dieser Folge Relikte der Vergangenheit. So, hier am Eingangsbereich finden wir direkt eine Schrift unter dem Putz. Hier steht irgendwas mit Frauen. Hast du schon mal gesehen, was hier steht? Frauenklinik, ne? Müsste da stehen. Frauenklinik, linksrum. Und dann wurde das überpinselt und da steht Röntgen. Und das ist wahrscheinlich ein Notausgang, oder? Das ist einer der Zugänge. Einer der Zugänge. Okay. Also normalerweise wisst ihr ja, erzähle ich euch immer sehr viel über die Anlagen. Aber in diesem Fall habe ich versprochen, möglichst wenig über die Anlage zu erzählen, weil die natürlich genauso in diesem Zustand sein soll, wie wir sie hier vorfinden. Und ich bin heute mit dem Vincent. Hi. Hallo Vincent. Schön, dass du dabei bist. Und wir gehen jetzt in das unterirdische Krankenhaus rein. Und hier brennt sogar noch Licht. Hat der Kollege extra für uns angelassen, ne? Das ist nett. Und hier, wow. Finden wir den alten Schaltraum. Ist auf jeden Fall Nachkriegszeit, oder? Teile davon. Wobei die Bakelitschalter könnten sogar noch aus der damaligen Zeit sein. Guck mal hier, schön Blutbank Autoklav. Leute, und ich habe ja schon ein paar Bilder gesehen. Und ich habe ja schon viel gesehen. Und ich dachte eigentlich, mehr geht nicht. Aber ich weiß definitiv, dass das hier einer der Highlight-Bunker sein wird, die ich jemals gesehen habe. Hier wird wahrscheinlich das Notstromaggregat gestanden haben. Und hier sind noch, könnte auch ein Brunnen gewesen sein. Ja, das könnte eher Brunnen gewesen sein. Alte Lampen von Osram, original aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und hier nochmal der Blick über den Schaltschrank. Also in der Größe habe ich es noch nie gesehen. Und alles richtig vermodert. So, nochmal der Blick zurück. Das werdet ihr so nicht nochmal sehen, Leute. Glaubt mir das. Kalt- und Warmwassereinführung. Und schaut euch das mal an. Das ist einfach brutal. Das ist einfach. Sind wir jetzt in der unteren Etage oder haben in wir gleich? Unteren, ja. Okay. Das bedeutet, wir können gleich noch eine hochgehen, ne? Ja. Hier war Patientenannahme wahrscheinlich. Das ist der. Ich meine, das ist die Einleitung für den OP. Vorne ist einer. Ah. Die Einleitung für den OP? Das bedeutet, hier haben sich die Leute angemeldet oder? Hier kamen wir rein, da wahrscheinlich auch die Liebe. Ah, okay. Boah, alter Schwede.
Schaut euch den Zustand an. Und man würde gar nicht denken, dass man jetzt in einem Bunker ist. Wie viele Meter sind wir ungefähr unterirdisch? 6, 7? Ja, bestimmt. Ja, ne? Hier sind die Lampen runtergefallen. Wunderschön. Toiletten. Und dann gab es hier nochmal die Möglichkeit, für den Arzt wahrscheinlich reinzu. Alter! Leute, hier oben ist die Operationslampe noch aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und das ist auf jeden Fall das Highlight, von dem ich gerade gesprochen habe. Sowas. Und wir haben ja jetzt schon das ein oder andere Krankenhaus unterirdisch besuchen dürfen, wo auch diese Regale sind, wo das Operationsbesteck drin war. Aber das ist hier. So eine OP-Lampe gab, das ist definitiv einmalig. Boah, der Zustand ist einfach atemberaubend. Hey Leute, was geht ab? Ich hoffe, das Video hat euch bis hierhin gefallen. Ich möchte euch mein absolutes Lieblingsprodukt vorstellen, und zwar Y-Food. Als Influencer und leidenschaftlicher Urbexer bin ich ständig unterwegs und brauche eine schnelle, nahrhafte Mahlzeit, die mich lange satt macht. Genau hier kommt Y-Food ins Spiel. Es schmeckt unglaublich lecker, egal ob Schoko oder mein Favorit Cold Brew Coffee. Jede Sorte ist ein Genuss. Auf meinen Touren und bei meinen Urbex-Abenteuern ist Y-Food immer dabei. Es ist leicht zu transportieren und es kann jederzeit wieder verschlossen werden. Y-Food liefert mir dabei alle wichtigen Nährstoffe, die ich brauche. Eine Flasche und ich bin ungefähr für 7 Stunden satt. Perfekt für lange Tage. Und das Beste, Y-Food bringt ständig neue und spannende Produkte auf den Markt, die ich unbedingt ausprobieren muss. Wenn ihr also nach einer leckeren, praktischen und nahrhaften Mahlzeit für unterwegs sucht, dann probiert unbedingt Y-Food aus. Ihr werdet es genauso lieben wie ich. Und schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingssorte ist. Also jetzt geht das Video weiter. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir haben gerade noch mal reflektiert, ob sie wirklich aus dem Zweiten Weltkrieg ist. Und Vincent hat tatsächlich schon mal eine ähnliche Lampe gesehen. Und die ist definitiv aus dem Zweiten Weltkrieg. Und schaut euch das mal an. Das ist einfach unvorstellbar. Also, lieber Professor, an dieser Stelle vielen Dank, dass wir hier die Möglichkeit haben. Wir werden es auf jeden Fall nicht weitergeben. Und schaut mal hier. Da konnte man einen Vorhang vormachen. Hier hat sich die Person wahrscheinlich umgezogen, oder? In dem Bereich. Könnte es sein, ja. Mhm. Wobei auch häufig Toiletten noch da waren. In Bonn warst du ja auch, ne? Da waren ja noch mal extra Toiletten in dem Bereich. Aber dass hier die Glasscheiben noch drin sind, sogar die Regalböden, das ist absolut einmalig. Und die Überschrift hier erinnert mich auf jeden Fall an Duisburg. Ja, schon. Ne? 1:1 identisch. So, hier werden wahrscheinlich die Ärzte sich nochmal die Hände gewaschen haben. Leider zerstört, wie das so oft in solchen Anlagen ist. Das bedeutet, da ist der Patient reingekommen. Und von hier aus sind die Ärzte reingekommen wahrscheinlich, ne? Ne, die Ärzte sind auch von da gekommen. Ja. Ach so, die wurden da reingebracht und dann hier in den Aufwachraum oder was auch immer, ne? Ja, hier ist halt die Ausleitung. Ich denke nicht, dass die in den Aufwachraum gehabt haben. Ja. Ich glaube, die kamen dann einfach in die Überwachungsstation. Ja, Untersuchungs... Kann man das lesen? Untersuchungszimmer. Zimmer... Abtio, ne? Abteilung. Ja. Abteilung. Hier, häufig kann man das ja auf dem Bildschirm besser erkennen. Ich denke, da stehen Abteilungen da hinten. Also das ist wirklich absolut einmalig. Überall auch Fliesen auf dem Boden. Hier ist das Ausgussbecken noch vorhanden. Und da steht Vincent jetzt gerade in dem Bereich, wo der Patient nach der OP rausgeschoben wurde. Wir gehen hier lang, oder? Wie du magst, wir können hier lang gehen. Mhm. So, was haben wir hier? Ah, Toiletten. Leider auch zerstört.
Und ihr möchtet nicht wissen, wie viele Leute hier schon mit Schmerzen auf Toilette gegangen sind. Im besten Fall war es irgendwie der Blinddarm. Aber im schlechtesten Fall sind es natürlich Brandwunden gewesen von den Bomben, die auf die Stadt gefallen sind. Auch hier zweiter OP-Bereich, eine alte Flasche. Neun Kirchen. Und hier standen, wie gesagt, alles, was man für den OP benötigte. Selbst die Lampe ist noch da. Die Luftzufuhr. Ist das ein Autoklav oder wie nennt man die? Sterilisationsmaschine. Sterilisationsmaschine ist das. Das ist eine ganz, ganz alte. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, wie die genau funktioniert hat, aber sie konnte auf jeden Fall das OP-Besteck. Aha. Okay, das ist auf jeden Fall schon fest. Leute, also ihr habt es wahrscheinlich gerade gehört, hier wurde nach der Operation das OP-Besteck gesäubert und desinfiziert. Und es gab verschiedene Möglichkeiten, Sterilisation, Trocknen, Vorwärmen. Also es waren verschiedene Prozessschritte, die man durchführen musste. Dampf darf nur bei 0,5 bar aufgedreht werden. Aquadestillationsapparat, Baujahr 57. Also es ist definitiv Nachkriegszeit. Bedeutet, man hat diese Anlage in der Nachkriegszeit weiter benutzt. Und wenn der Pups bei mir rauskommt, Leute, dann heißt das, dass ich aufgeregt bin. Bin ich definitiv. So. Auch wieder ein Operationsraum. Er hatte gerade gesagt, 3 Stück. Wir gucken gleich mal. Das ist der Lautsprecher, glaube ich. Das ist fest gerostet, leider. Der Zustand ist wirklich atemberaubend. Und hier hat man sich wahrscheinlich komplett gewaschen. Und selbst hier so ein Pissbehälter, Urinalglas. Jetzt gebrannt. Operation. Leider kriegt man es nicht. Die sind komplett schon durch. Ganze Kabelei ist runtergekommen. Alter, das ist ja riesig. Leute. Hier haben wir die Garderobe. Schaut euch das mal. Noch eine originale Schrift. Hat man mit Klebeband hat man die Schrift nachgestellt. Hier kommen so langsam die Fliesen aufgrund des Wassereinbruches kommt rein. Und hier haben wir das Wartezimmer. Sprechstunde. Und hier, das kennen wir noch von früher, oder? Damit die Tür nicht so fest zuhaut. Und chirurgische Poliklinik. Also man hat hier tatsächlich mit günstigsten Möglichkeiten damals gearbeitet. Krankenhaus. Warst du da oben auch schon? Das war eine Ausgangsmasse. Ah, okay, zu betoniert, ne? Ja. Das bedeutet, man konnte die Kranken auch im Ernstfall, sprich wenn die Stadt unter Luft Alarm war, schnellstmöglich hier über diesen Eingang, natürlich auch Ausgang, rausbringen und dann hier in das unterirdische Krankenhaus reinbringen und dann erstmal in das Wartezimmer verbringen. Wir befinden uns jetzt mitten im Wartezimmer und hier bleiben wir nicht ganz so lange, weil wir Schimmel überall finden.
Also man sieht, durch das Wasser haben wir hier sehr starken Verfall. Eine Notklingel. Und hier haben wir noch alte Schrift. Und nochmal den Blick zurück, Leute. Schaut euch das an, Rauch nicht erlaubt. Da müssen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal vorbei. Kommen wir von da nach da nochmal? Sehr gut. Und schaut euch das mal an. Ja? Okay. Aha. Das sind Warteräume oder sind das hier die Bereiche? Ah, das sind die OP-Räume, ne? Genau, ich vermute, dass hier unten so OP-Bereich und alles war. Mhm. Und oben dann halt die Bettenstationen. Ah. Also so ist meine Vermutung. Wobei das auch irgendwie nicht passt. Ja. Denn oben sind die Luftfilter und hier unten Stromräume und OP-Bereich, aber oben Luftfilter gibt es auch irgendwie keinen Sinn. Ja. Guck mal, abgeschaltet am 27.08.91. 91 wurde das dann tatsächlich auch final aufgegeben. Im Grunde genommen könnte das aber schon Patientenzimmer sein, oder? Könnte, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Also normalerweise hat ein Patientenzimmer ja immer so Anschlüsse, ne? Ja, aber ob das im Zweiten Weltkrieg so war? Das stimmt. Guck mal, die Uhr ist stehen geblieben. Da oben haben wir die Uhr. Leute. Röntgenarzt. So krass. Der Zustand ist auf jeden Fall schon richtig räudig, Leute. Seht ihr aber selber. Wir gehen jetzt wieder in den Operationsbereich. Bevor wir den Vincent hinterhergehen, schauen wir uns einmal hier um. Das scheint eher eine technische Installation gewesen zu sein. Wir befinden uns jetzt in einem Operationsraum, würde ich sagen. Schon ziemlich crazy hier mit den Regalen. Und ich habe gerade gehört, es gibt, wenn man Menschen operiert, verschiedene Operationsstile bzw. Temperaturen, die man einhalten muss. Also es gibt Operationen, die man nur machen kann, wenn der Operationsraum sehr warm ist. Und da reden wir nicht von 25, 30 Grad, sondern teilweise von über 35 Grad. Ne? Und wenn es in die Kälte geht, wie kalt ist es dann? Das ist schwer zu schätzen. Aber man würde frieren, wenn man im T-Shirt rumläuft, oder? Ja, das ist schon angenehm. Ja. Und ich glaube, die Anlage hier, die konnte das schon, ne? Wenn man sich mal hier die Lüfter anguckt. Das ist jetzt wie man halt, Alter, der Raum vor dir. Ja, gerade, Alter. Also wenn du da von der anderen Seite stehst, boah, dann geht mir das Herz auf. Leute, wir gehen jetzt erstmal durch. Ihr könnt einige schon sehen, aber wir machen es natürlich genauso, wie Vincent gerade sagt. Wir gehen den Weg des Patienten. Stellt euch vor, ihr kommt von da vorne und ihr werdet hier schon in einem Dämmerschlaf. Hier waren wir auch noch nicht, aber das gucken wir uns danach an. Ihr werdet in einem Dämmerschlaf hier antransportiert. Die Schwester oder der Pfleger macht hier die Tür auf. Ihr werdet mit dem Bett reingebracht. Hier reinigen sich nochmal die Ärzte komplett. Nehmen das Operationsspeck hier mit, was man halt so braucht. Und dann werdet ihr hier in den Raum reingebracht. Genau auf diese Liege. Das Licht strahlt, ihr werdet immer müder. Aber ihr hört im Grunde genommen noch oben die dumpfen Einschläge der alliierten Bomben. Und dann werdet ihr einfach hier in diesem Raum operiert und oben fallen Tonnen von Bomben, tausende Tonnen vielleicht. Und man weiß nicht, wenn man wach wird, ob das eigene Haus noch steht, ob die Familie lebt oder ob man selber irgendwie wieder gesund aus der Nummer rauskommt. Und Leute, ich bin ehrlich zu euch, diesen Zustand
eines Krankenhausbunkers. Und das ist kein Hilfskrankenhaus, das ist ein echter Krankenhausbunker. Den gibt es kein zweites Mal. Mit der OP-Lampe hier. Wie gesagt, die wurden nach dem Zweiten Weltkrieg noch benutzt. Bedeutet, ich kann euch nicht hundertprozentig sagen, wie original alles hier ist. Aber der Bunker selbst ist für den Zweiten Weltkrieg gebaut worden. Und die Grundsubstanz, die Fliesen, die Einrichtungen, die Türzagen hier da oben, die Überdruckventile, das ist alles original Zweiter Weltkrieg. Das ist wirklich krass, Leute. Schaut euch das an. Wie viel haben wir jetzt durchgezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? 6. Aha. Genau, wir gucken uns aber trotzdem mal hier um. Schaut mal hier, schon blind mittlerweile. Und der Bereich ist wirklich sehr, sehr klein, aber nichts gegen den Bereich, den wir uns vor einiger Zeit angeschaut haben, wo meine Mutter dabei war. Ist das normal, dass die Fenster blau angestrichen waren, dass man nicht durchgucken kann wahrscheinlich, das ne? Das weiß ich nicht. Hier ist noch eine OP-Lampe. Mhm. Aber die sind gerade, oder? Ja. Mit diesem Deflektor noch da vorne. Und schaut mal hier. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Genau hier geht ein Spinnenweben lang. Das bedeutet, hier war schon etliche Jahre keiner mehr vor uns. Ich stehe jetzt genau unter dieser Lampe. Und hier sind sogar noch, das ist eine Analstöpsel, glaube ich, ne? Für den Einlauf. Hier ist ein Einlauf. Hast du schon gesehen? Vor allem ist der dreckig. Wieso ist der dreckig? Keine Ahnung. Ja, ne? Wer weiß, was hier für Doktorspielchen gespielt wurden. Der Schlüssel. Und hier auch. Noch weitere Beleuchtung. Hier haben wir noch gar nicht durchgeguckt. Das ist wahrscheinlich der Gang. Genau, das ist der Gang. Und die Operationsräume waren... Was? Alter, gut, dass wir hier nochmal reingegangen sind. Kennst du die Geräte? Weißt du, was das sind? Das ist auch ein Sterilisator. Das ist, genau, das ist auch wahrscheinlich ein Sterilisator, ne? Ja, genau. Das hier auf jeden Fall. Sterilisator. Steht ja auch drauf, genau. Und wie viel Grad haben die, weißt du das? 100 bestimmt, also ne? In der Neuzeit heutzutage sind das knapp 134 Grad. 134 Grad. Und dann sind alle Bakterien tot, ne? Die sind ja schon vorher tot. Das ah, okay. Heutzutage wird das ja verpackt und dann kommt das in diesen Sterilisator. Aha. Und das ist halt steril gemacht, ne? Guck mal hier, Zephyrol. Und hier nochmal Zephyrol. Das ist ja geil. Hast du das schon gesehen? Ja, tatsächlich. Kennst du halt schon, ne? Mega. Und das ist hier für so ein Bein, so ein Schenkel, ne? Falls eine Frau irgendwie gebärt. Das könnte von einem Gynäkologen stammen. Mhm. Die ganzen Operationssachen, Leute, sind noch hier. Ne? Vielleicht auch da, wo man den Arm drauf gelegt hat. Das ist wirklich enorm. Heizmantel. Und hier wurden dann die ganzen Operationsbestecke gereinigt. Und da kommen wir gerade her. Wo gehen wir am besten lang? So Leute, ich muss euch sagen, das ist wirklich, wirklich krass. Und das muss ich euch noch zeigen hier. Das ist vielleicht nur ein Gulli oder ein Ausguck, aber hier ist ja das ganze Blut von den Operationen reingelaufen, nach dem, was hier auf die Fliesen geflossen ist. Vorraum, Wandarm, Deckenleuchte, OP-Lampe, alles einzeln schaltbar. Vincent hat mir schon gesagt, das dauert ungefähr, je nachdem wie schnell man ist, hier eine halbe Stunde, mit Kamera wahrscheinlich eine Stunde. Und wir gehen jetzt in den oberen Bereich rein. Ich frage mich die ganze Zeit, warum ich flüster. Aber wahrscheinlich habe ich so viel Ehrfurcht vor dieser Anlage. Hier war wahrscheinlich früher eine Kassettendecke drin. Oder das war schon so unverkleidet.
Belüftung musste natürlich immer sein, ganz wichtig. Hier ist zu wahrscheinlich, ne? Genau, du kannst jetzt da nach links gehen und rechts, weil das zu ist. Wasser. Also, boah, Alter. Leute, er hat mir ja schon gesagt, dass hier ohne Ende Lüfter sind und es muss ja auch so sein, weil die Anlage natürlich riesig ist. Aber, dass hier so viele Lüfter sind. Wir kommen hier wieder raus oder gehen wir hinten raus? Okay, perfekt, dann, weil ich habe hier gerade noch ein paar Details gesehen. Die möchte ich natürlich gerne zeigen. Ich mache natürlich alles unkenntlich. Schaut euch das mal an hier. Man kann es leider nicht lesen, aber... sind die Tropfen, ne? So, man könnte echt schon fast denken, dass die Geister von den Operierten, die hier nicht überlebt haben, hier rumgeistern. Das fühlt sich gerade irgendwie echt spooky an. Ich habe irgendwelche Geräusche gehört. Deutsche Luftfilter, Baugesellschaft, Dr. Hans Wittemeyer in Berlin, Spezialflüssigkeit. Es ist einfach ultimativ. Ultimativ gut. Gewindestangen. Und nicht alle Luftfilter sind angeschlossen, wie wir sehen. Die hier zum Beispiel fehlen mehrere Luftfilter. Und die sind teilweise wirklich schon sehr krass durchgegammelt. Und hier, das kennt ihr aus anderen Anlagen. Das ist der Elektromotor, der ist auch noch vollständig erhalten. Über eine Übersetzung treibt er hier unten eine Schaufelturbine an, die dann Frischluft in das Bauwerk bringt. Und das ist der Gasschutz. Da über diesen Zahnrad-Keilriemen. Und schon, boah, guck mal, die ganzen Emaille-Schilder sind noch da. Das ist auch selten. Was haben wir denn hier? Ein Lüftervorlauf, Gegenstromapparat. Vorheizergerät, Vorerhitzergerät, Endlüfter, Vorerhitzer. Da muss er schon drauf trainiert sein, dass du verstehst, wofür das alles ist. Und hier wird es richtig warm, ne? Also wir hatten gerade so vielleicht 17 Grad. Hier würde ich sagen, sind wir schon bei 18, 19 gefühlt. Oh. Warst du da schon mal unten? Also ganz unten. Ich meine, das ist unten dieser Strohbaum. Stimmt. Wo wir reingekommen sind. Du hast recht. Unter Wasser. Mhm. Aber du hast recht, da stand ich. Ach nee, doch. Also ganz ungefällig ist die Nummer nicht. Von daher macht das nicht zu Hause nach, Leute. Was sag ich hier? 1941 stand da gerade drauf. Und hier haben wir noch ein Typenschild, das ist auch selten. Normalerweise werden die immer direkt gemopst. Wärmeleistung, Luftkraftbedarf, aber leider kein Datum. Hier wäre ein Datum drauf, aber das ist nicht mehr lesbar. Luft ist hier auch nicht ganz so gut, merke ich gerade. Auch nochmal eine kleine Lüftung. Wie gesagt, die Lüfter hier in dem Bereich fehlen. Und das wollte ich euch noch zeigen hier. Alte Pappkartons. Wahrscheinlich mit Sicherung oder sowas. Ich würde gerne noch ein Dachlicht für euch haben, Leute. Aber das bleibt uns verwehrt. Krass. Hier nochmal die Drucktüren. Ist nur Gasdruck, also. Man ist also davon ausgegangen, dass hier natürlich kein Feind reinkommt. Und nur das, was wir einmal gesehen haben. Hier. Da ist zu. Und hier ist auch zu. Nice.
Und schaut mal, was hier für dicke Rohre reingehen. Also Kabelwege. So, und wir gehen davon aus, dass hier oben die Patienten dann waren. Wo ist denn der Aufzug? Den, weil die müssen ja irgendwie hier hoch, ne? Ich meine, ich habe den nie morgens gesehen. Also, wenn das ein Patientenraum ist, dann müssten das unten auch Patientenraum sein. Weil der ist ähnlich aufgebaut. Bis gleich. Aber... Ich glaube, die Kacheln waren immer für das Ausgießbecken. Ja, aber I don't know. Schaut mal hier, falls es gebrannt hat, konnte man hier das Feuerlöschschlauch sich rausholen. Verschiedene Sicherungen, Straßenbeleuchtung konnte man hier schalten. Toiletten wahrscheinlich. Nummer 29 übrigens, Toilette. Wisst ihr, was man machen muss? Man muss immer oben in die Toilettendinger reinschauen. Weil häufig haben die da was rein versteckt. Ich habe zwar noch nie was gefunden, aber wer weiß. Vielleicht finden wir die Anleitung für den Goldzug irgendwann mal. Ja, wahrscheinlich sind das die Räume für die Patienten gewesen. Alter, guckt euch das mal an. Ja, sollen wir da mal lang gehen? Hier rechts kommt gleich auch noch eine Schrift. Mhm. Stimmt, es sind relativ wenig Schriften, ne? Da haben wir noch eine 48, aber die meinst du wahrscheinlich nicht, ne? Nee, nee. Gucken wir uns noch mal ganz kurz den Raum an. Das ist ultimativ gut. Ah, ihr habt ihn gefunden, aber ich gucke noch mal ganz kurz mit euch hier lang. Sind alle miteinander verbunden hier, die Räume? Und hier kommen überall die Stalaktiten. Wir sind ja jetzt näher an der Oberfläche als gerade. Und deswegen sehen wir hier so viele Auswaschungen. Und jetzt werden wir gleich irgendwo Schrift finden, genau. Ruhe halten. Und das ist definitiv Zweiter Weltkrieg, Leute. Ruhe halten, Rauchen verboten. Und kaum Graffiti. Hier war auch irgendwas. Aber das kann man leider nicht halten. Vielleicht könnt ihr es lesen. Weil ich kann schon fast entziffern über das Mini-Display. Aber wenn ich direkt drauf schaue, leider nicht. Schaut mal hier. Also hier ist zum Beispiel der Fliesenspiegel an der Seite. Unten war der ja hier. Von daher könnte sein, aber ich möchte mich nicht auch zu weit aus dem Fenster legen. Und schaut mal hier überall die Versinterungen. Der holt sich so ein bisschen. Hier gab es den Mülleimer. Hier ist noch die Zwischentüre. Alter, das sieht ja schon. Hier scheint ein Aggregateraum gewesen zu sein. Da haben wir wieder irgendein Desinfiziergerät. Schaut mal hier. Vielleicht. Für die Kinder hier in Pink. Belege und Rechnungen der Apotheke. Das könnte eventuell für Kinder gewesen sein, oder? In Pink. Könnte, ja. Guck mal hier, OP. Englabor. Alter, hier ist auch nochmal richtig spannend, ne? Telefonzelle oder was haben wir hier? Ich weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Obwohl doch könnte Event. Nee, dafür sind die Kabel zu dick. Schwierig. Hier also der ist hier auf der Seite auf jeden Fall genauso aufgebaut wie auf der anderen. Ja. Das ist so fast das Unspannendste eigentlich. Findest du? Ja, auf jeden Fall. Hier ist auf
das Highlight. Also ja, das ist ja klar, definitiv. Aber der Bereich ist auch nochmal wunderschön hier mit dem. Und ihr wisst ja, die Geschichte muss komplett erzählt werden. Hier hätte man dann eine Ruhe, hätte ich jetzt fast gesagt, aber die hatten hier auch nochmal einen eigenen. Da steht warm drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Das bedeutet, die hatten hier warmes Wasser. Und guck mal, hier konnte man dieses Ding hier runter machen. Ups. Aber das kriegt man jetzt nicht runter. Ah, man konnte beide runter machen und dann konnte man sich da vorsetzen und dann hatte man wahrscheinlich hier was auch immer. Ich habe keine Ahnung, warum man das gemacht hat. Und hier haben wir die Telekommunikation. Alter Feuerlöscher. Nochmal der Blick zurück. Und hier haben wir auch nochmal Schrift, ne? Rauchen verboten. Und Ruhe halten. Ruhe halten. Sehr gut. Und schau mal, wie groß das ist. Das ist wirklich brutal. Hier wurde richtig massiv die Wände rausgebrochen. Warum auch immer. Macht irgendwie keinen Sinn. Es sei denn, man hat irgendwelche elektrischen Geräte hier rausbringen wollen. Genau. Also, da steht ja irgendwas. Das ist wahrscheinlich eine Heizung, ne? Oder eine Klimaanlage. Das ist ja eine Heizung. Ja, Heizung oder Klima wird das gewesen sein. Und hier wird man die Zarge rausgebrochen haben, um irgendwas hier raus zu transportieren. In dem Bunker, wo wir vor einiger Zeit waren, hat man ja den Tresor erst gesprengt und dann wollte man ihn noch rausbringen und dafür hatte man die Zargen auch rausgebrochen und die durchgehend größer gemacht. Und hier sind noch alte Aufkleber von Katzen. Man hatte damals Katzen schon gemocht. Einige Fliesen. Das ist einfach so groß, Leute. Und hier ganz viele Fotos von Vögeln. Die hatte ich, glaube ich, auch in meinem Kinderzimmer. Und hier Hunde. Also vielleicht war das auch hier im Bereich, wo Kinder waren. Alles allen Vermutungen, genau weiß ich es nicht. Vielleicht finden wir aber noch den Plan im Netz. Hier wird vielleicht die Wäsche gewesen sein, ne? Mit den ganzen Waschmaschinen. In Aachen gibt es ja auch diesen einen Bereich, ne? Wo ganz viele Steckdosen sind. Ja. Im Mittelstreifen, weißt du, welche ich meine? Vielleicht war das hier der Waschbereich. Guck mal, hier die ganzen Stalaktiten sind hier runtergefallen. Und interessant, viele denken vielleicht, das ist total hart. Ist es auch später, aber ganz am Anfang sind die Sachen sehr, sehr fragil. Und seht ihr, man kann dagegen pusten. Ach, okay. Das gibt wieder Ärger. So, man kann ja gegenpusten und die wackeln. Also sie sind auch extrem flexibel. Und später sind die hier auf dem Boden und dann kriegt man die nicht weg. Die sind dann absolut steinhart. So, und schau mal, die Tür, die ist komplett vermodert, ne? Und da muss man teilweise tatsächlich aufpassen, nicht hier in diesem Bereich, aber in Uferlagerungen oder Höhlen kann das möglich sein, dass Holz dann giftige Gase auswirft. Ich kann mich immer nicht erinnern, ob es CO2 oder O2. Nee, O2 ist ja Sauerstoff, CO2 oder ich weiß nicht mehr. Das Kohlenmonoxid, genau. Also, da muss man tatsächlich aufpassen. Deswegen sind die Bunker aus dem Ersten Weltkrieg so gefährlich, weil das ganze Holz für die Abstützungen, das vermodert da unten und das kann tatsächlich zu giftigen Gasen führen. Ich glaube, Monoxid war es.
Aber hier ist eine sehr gute Durchlüftung. Auch hier wieder irgendein technisches Gerät. Und deswegen, bis auf gerade diesen Filterraum, ist die Luft hier wirklich 1A. Guck mal, ist das eine Heizung da oben? Das ist eine. Ja, ne? Interessant. Auf jeden Fall eine Turbine drin mit einem Anschluss. Stecker. Könnte sein. Aber spannend, dass wir gerade das Ding für den Hintern gefunden haben. So, da haben sie Müll von draußen reingeworfen. Bedeutet, wir sind gar nicht so tief unter der Erde gerade. Und man hat hier überall aufgebrochen, Leute. Und das wird wahrscheinlich auch ein... Oh, das ist... Hier ist der gesetzliche Patient. Hier ist der Raum groß. Privatpatienten haben einen eigenen Raum. Ich lache da jetzt drüber, aber ich bin absolut kein Freund von diesen Zwei-Klassen-Systemen. Weil ein Privatpatient, der ruft an, hat morgen, im Zweifel sogar noch am selben Tag einen Termin. Und dann ruft der Kassenpatient an und der kriegt dann irgendwie in 7 Monaten, wenn er Glück hat, einen Termin. Beim selben Arzt, am selben Tag angerufen. Aber das ist schon krass. Und überall diese Geräusche. Stell dir mal vor, du wärst hier alleine. Spätestens hier würde ich wahrscheinlich Paranoia kriegen. Das erinnert mich so ein bisschen an den Film S, weißt du? Ja. Oder, ich weiß nicht, gibt wahrscheinlich andere Filme, die in Krankenhäusern spielen, ne? Du kennst doch das Krankenhaus in Duisburg, das abgebrannt ist jetzt mehrfach, ne? Ja. Da war ich mit Cliffhanger drin und dann haben uns welche gejagt da drin. Ne? Fand ich am Anfang auch richtig witzig. Dann haben wir überlegt, dass wir die jagen und die kannten sich aber besser aus. Da ist ja diese Aula, ne? Mhm. Da haben sie dann Sachen auf uns geworfen. Dann haben wir die versucht zu verfolgen. Und dann sind wir dann, irgendwann haben wir dann halt keinen Bock mehr gehabt, sind wir zum Morg rausgegangen, da wo die, wie heißt das Morg nochmal? Sezierstation, ja. Diese zwei Seziertische. Dann haben wir uns dann auch unterhalten mit 2 Leuten und dann kamen die mit einer Kettensäge um die Ecke. Mit einer Kettensäge. Alter, das war so krass. Also wir haben die nicht gesehen, die standen um die Ecke. Du weißt ja, du kommst ja da über die Garage rein. Ja, genau. Und die waren genau um die Ecke. Ja, und du hast das alles gerochen. Das war krass. Ja, da haben wir dann auch gesagt, okay, wir trauen uns zwar zu, dass wir die irgendwie stellen, aber mit einer Kettensäge machen wir dann irgendwie keinen Spaß. Wer weiß vor allem, ob das wirklich so Spaß war oder ja. Ja, weil da wurde auch eine Leiche gefunden, ne? Der Obdachlose wurde da gefunden. Ja, ja. Ja, stimmt, Leute. Ihr fragt mich immer, ob ich irgendwas Krasses schon erlebt habe. Und ich habe immer gesagt, nein, jetzt habt ihr quasi mitbekommen, dass ich doch mal was Krasses erlebt habe. Also das war sicherlich mit das Krasseste, was ich mal erlebt habe. Und jetzt stehe ich voll im Wasser, aber ist egal. Gar nicht drauf geachtet gerade. Und hier haben wir noch Natrium und CHCG. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall sind die Flaschen noch voll. Und hier... Ginge es noch raus. Und schaut mal, jetzt bin ich auf jeden Fall lassen Fußes unterwegs. Hier wurden die Blutkonserven angeliefert. Vorsicht, Glas. Damals wurden die anscheinend auch in Glas transportiert, ne? Heute werden die ja in Plastik. Ne? Plastikröchchen? Ja. Sind die nicht in Beuteln drin? Blutproben. Naja. Blutkonserven. Aha. Ja, Klebebild, vorsichtig abziehen. Guck mal hier. Station. Hier stehen auch die Stationen drauf, handschriftlich. Das ist mittlerweile 1 geworden mit der Wand. So, und jetzt schwitze ich sogar mittlerweile. Ich habe gerade noch gefroren und jetzt schwitze ich. Boah, Silent Hill. Also hier waren die Blutkonserven. Und ihr könnt euch vorstellen, dass natürlich während des Zweiten Weltkrieges richtig viel davon benötigt wurden. Wir sind jetzt, glaube ich, einmal im Kreis, ne? Fast. Genau. Das ist ein Viertel. Mhm.
Das ist auch nochmal Toilettchen. Boah, guck mal hier. Da hat einer daneben gemacht. Damals. Das ist heute noch konserviert hier. Bah. Ich warte ja immer noch auf den Moment, wo ich jemanden finde, weißt du? Wo einer in so einer Ecke liegt. Ja. Irgendwann eine Leiche. Irgendwann wird das passieren. Das wird irgendwann. Und schaut mal, wie viele Zugänge es einfach gibt. Und das hier ist ja hier die Gasschleuse. Aber schaut mal, wie dünn die Türen sind. Das bedeutet, es sind nur Gasdrucktüren. Normalerweise müsste eigentlich ein Bauwerk, weil hier hinter ist direkt das Außengelände, müsste eigentlich mindestens mal eine Panzertür sein. Aber hier, weil stellt euch vor, direkt hier vor explodiert eine Bombe. Dann. Die Bitte? Ich hab gesagt, da hält die Tür mal aus. Nee, die hält nichts aus. Ganz genau. Wie gesagt, Gasschleuse. Und dann sind wir schon im Bauwerk drin. Und hier waren wir gerade. Genau. Hammer. So, meine Freunde. Also, ich bin auf jeden Fall gut gehypt. Nochmal an dieser Stelle vielen Dank, dass wir heute die Möglichkeit hatten, hier reinzukommen. Wir halten auf jeden Fall den PIN auch in Ehren. Und wir werden jetzt so langsam wieder an die Tagesoberfläche gehen und noch ein paar TikTok-Videos machen hier. Und wenn euch so ein Content gefällt, lasst gerne mal einen Kommentar da. Lasst auch gerne mal ein Abo da. Und wie heißt du auf Social Media? Unterstrich Urbex-Story, unterstrich. Sag nochmal. Unterstrich, hier rein. Also, ja. Unterstrich Urbex-VI, unterstrich. Also unterstrich Urbex-VI, unterstrich. Ganz genau. Checkt den auf jeden Fall mal aus. Schreibt ihn oben nochmal mit rein. An dieser Stelle vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit hatte. Und mit diesen letzten Bildern werden wir uns verabschieden. Wir sind jetzt raus, euer Random Life und Urbex-VI.